Hallihallo, ihr süßen Mäuse und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit einem Aufgebraucht. Mein letztes Aufgebraucht ist schon ein bisschen länger her und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nach meinem letzten Aufgebraucht gar nicht mehr so viele aufgebrauchte Produkte gesammelt, sondern sie eigentlich ehrlich gesagt alle entsorgt. Und dann habe ich gedacht, hey, dadurch, dass ich im Moment gerade meine ganze Kosmetik aufbrauche, also jedenfalls alles das, was ich da habe, weil ich fand, dass ich in der letzten Zeit doch wieder so ein bisschen halt angehäuft hatte, habe ich gedacht, okay, ich fange wieder an zu sammeln, weil dabei auch ein paar, sage ich mal, ziemlich gute Produkte waren. Und ja, und deswegen hatte ich halt Lust, wieder einen Aufgebraucht zu drehen. Ich hoffe, diese Art von Video gefällt euch auch. Ich habe euch hier auf jeden Fall meine Aufgebraucht-Videos alle markiert. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls euch das interessiert. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr drogerielastig. Es sind aber auch ein, zwei High-End-Produkte dabei. Naturkosmetik, normale Kosmetik. Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. So, ich habe euch jetzt ein bisschen näher rangeholt, damit ihr auch ein bisschen besser die Produkte seht, Entschuldigung. Und ja, hier ist sie, meine Mülltüte und ich freue mich darauf, wenn ich sie jetzt endlich entsorgen kann. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Produkt, was ich aufgebraucht habe. Das habe ich schon mehrmals aufgebraucht. Das ist mein Lieblingshaarspray. Und zwar ist es dieses Haarspray von 3 Wettertaft. Ich finde, das hat auch einen sehr angenehmen Geruch. Das ist das Power Haarspray, Power Halt und Kaschmir, gleiche Geschmeidigkeit. Mega stark und das kaufe ich mir sehr, sehr, sehr gerne nach. Im Moment habe ich ein anderes Haarspray, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und deswegen habe ich es mir noch nicht nachgekauft. Aber wenn das aufgebraucht ist, werde ich auf jeden Fall wieder darauf zurückgreifen. Das nächste Produkt ist von der Balea Med Reihe. Das ist das Ultra Sensitive Gesichtswasser. Ich mag ja diese Med Reihen, egal von Isana oder Balea, einfach aus dem Grund, weil die halt meistens ohne Alkohol sind, ohne Parfüm, ohne Seife, also wirklich so aggressive Sachen. Und also es ist so auch, sage ich mal, so eine Art Naturkosmetik. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Es gibt jetzt eine neue Variante davon. Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Werde ich mir aber auch mal kaufen. Und ich kann euch das wirklich wärmsten empfehlen, weil ich finde, das nimmt auch sehr gut den Dreck ab. Im Moment verwende ich dieses Micellenwasser von Balea und das gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen bin ich echt gespannt, wie das neue Ultrasensitive Gesichtswasser ist. Das soll auch so eine Art Micellenwasser sein. Aber wie schon gesagt, das kann ich euch wirklich sehr empfehlen, weil ich finde, das ist ein sehr gutes Gesichtswasser und auch sehr sanft zur Haut. Dann habe ich hier meine Lieblingswaschcreme von Alverde. Das ist die Heilerde Bio Grüner Tee. Und das verwende ich immer, nachdem ich mein wasserfestes, also ich nehme immer dieses Zwei-Phasen-Zeug für wasserfestes Make-up. Habe ich das überhaupt auch in der Tüte drin? Ja, das habe ich auch hier drin. Und dann könnte ich euch das zusammen zeigen. Und zwar nehme ich immer hier dieses Balea Augen-Make-up Inferna-Zeug. Ich befeuchte mein Gesicht, dann packe ich das auf meine Hände, massiere das gut ein, wasche das ab und danach nehme ich das, sage ich mal, auf meine Hände, massiere das ein, wasche das ab und dann ist also mein Make-up runter. Wenn ich das Gefühl habe, es ist noch was drauf, dann nehme ich gerne das Balea Gesichtswasser. Aber das sind so meine Lieblingsabschminkprodukte im Moment und die brauche ich immer wieder auf. Ich glaube, die habe ich euch auch jetzt schon mehrmals gezeigt. Und absolute Kaufempfehlung für diese beiden Produkte. Dann habe ich mir einen alten, für mich persönlich Klassiker nachgekauft. Und zwar geht es hier um dieses Balea Professional Shampoo. Das habe ich viele, viele Jahre verwendet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass das schon ein tolles Shampoo ist. Das macht die Haare sehr weich, schon alleine das Shampoo. Und auch die Spülung. Und ich hatte durch Zufall meinem Freund die Haarspülung gefunden, gekauft. Und hatte es dann auf meinem eigenen Haar mal wieder probiert und fand es ganz gut, dass ich es mir nachgekauft habe. Ich muss aber sagen, dass mir doch von Isana, nee, nicht von Isana, sondern von Altera, das Naturkosmetik-Shampoo, was ist das, Biogranatapfel, gefällt mir irgendwie doch besser als das. Deswegen, ich habe das jetzt einfach nur aufgebraucht und werde es mir nicht wieder nachkaufen, weil ich glaube, ich bleibe doch bei dem Altera-Shampoo, weil mir das irgendwie am besten gefällt. Aber das ist auf jeden Fall auch ein gutes Shampoo, ist recht günstig und probiert das auf jeden Fall mal aus, vor allem, wenn ihr trockenes Haar habt. So, dann kommen wir jetzt zu zwei High-End-Produkten und sage ich mal High-End-Naturkosmetik. Diese beiden Gesichtscremes bekommt ihr auch nur bei Amazon. Ich habe die euch unten auf jeden Fall auch markiert, also schaut auf jeden Fall
auf jeden Fall, was ist heute los? Ich habe einen Sprachfehler. Schaut auf jeden Fall mal unten in der Infobox vorbei. So, ich habe hier einmal die Hyaluron Night Lift Creme von Bionora und ich habe hier die Retinol Creme. Das sollte man nur abends verwenden und das eigentlich auch. Allerdings habe ich das dann tagsüber verwendet. Die fand ich sehr, sehr, sehr gut, die Retinol-Creme. Die werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Im Moment verwende ich die Retinol-Creme von The Ordinary, genau. Die ist halt ein bisschen günstiger. Die kostet nur 10 Euro und das kostet schon 20 Euro. Also es ist wirklich High-End. Ich bin damit aber wirklich lange, lange hingekommen. Und was ich schön fand, dass es sehr schnell eingezogen ist, dass es kein klebriges Gefühl hinterlassen hat. Und ich finde schon, dass ich einen positiven Effekt an meiner Haut gesehen habe. Retinol ist so ein wirklicher Anti-Aging-Tipp. Das heißt, je früher ihr damit anfangt, umso besser. Retinol sorgt dafür, dass eure Haut sich erneuert, dass kleine Fältchen verschwinden. Und das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen. Also das bringt wirklich was. Man sollte das nur abends auftragen, weil sonst die Sonnenstrahlen das Retinol zerstören. Deswegen immer beim Schlafengehen auftragen. Und ich kann euch diese auf jeden Fall empfehlen. Oder die von The Ordinary, die ist auch sehr gut. Die habe ich euch auch unten nochmal mit markiert. Und ich hatte mir dann von denen noch diese Hyaluron Nightlift Creme geholt und die muss ich aber sagen, hat mir nicht so gefallen. Also ich fand den Geruch nicht so toll. Es war sehr zitronig irgendwie, oder Zitrusfrüchte. Also es hat mir auf jeden Fall nicht so gefallen und ich glaube, ich werde es mir nicht nochmal nachkaufen, weil sie mir einfach zu stark parfümiert war. Obwohl es Naturkosmetik ist, war es mir zu stark parfümiert und ich mochte den Geruch nicht. Aber sie hat trotzdem gut gepflegt und man konnte sie auch leicht aufbrauchen, weil ich sie doch schon, wie schon gesagt, als pflegend empfand. Aber nachkaufen würde ich sie mir auf jeden Fall nicht. Aber ich werde mir auf jeden Fall wieder mal Bionora-Produkte holen, weil ich die recht gut finde. Dann habe ich hier noch ein Gesichtsserum und das mag ich auch. Das ist auch ein absoluter Geheimtipp. Das Isana Age Performance Intensivserum mit Hyaluronsäure und vierfach Detox Power für sehr reife Haut. Aber davon braucht ihr euch nicht abschrecken lassen. Ihr könnt alles verwenden, auch wenn da drauf steht für sehr reife Haut. Ist super pflegend, ist auch. Es war jetzt so offiziell keine Naturkosmetik, aber mit CoCheck, die Inhaltsstoffe sind alle sehr, sehr gut. Ich habe viele, sage ich mal so, Skincare-Beauty-Blogger darüber sprechen hören und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe mir das immer wieder nach. Ich glaube, ich habe da jetzt auch schon 6-7 Bottles leer von gemacht und es kostet 5 Euro, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr pflegend. Im Moment verwende ich ein anderes Gesichtsserum von Isana. Das werde ich euch auf jeden Fall auch zeigen. By the way, habt ihr mal Lust auf eine Gesichtspflegeroutine? Macht mal hier bei meiner Abstimmung mit. Und das ist auf jeden Fall ein tolles Produkt. Kann ich wirklich euch wärmstens empfehlen. Kauft es euch. Manche empfinden es als ein bisschen klebrig kurz danach. Ich nicht. Ich finde, es sieht schon gut ein und es ist auch eine gute Make-up-Grundlage. Und ich mag das wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Dann kommen wir jetzt zum Sonnenschutz. Und zwar habe ich ein absolutes, mega cooles Produkt entdeckt. Und zwar ist das neu. Das ist von Nivea, der mattierende Sonnenschutz. Und Lichtschutzfaktor 50 zieht ein. Man merkt es gar nicht, dass man eine Sonnencreme trägt. Es ist eine super Make-up-Grundlage und ich fühle mich total geschützt. Ich merke das halt auch. Ich war letztens so ein bisschen mal wieder in der Sonne und so und ich habe mich halt, gut, es ist jetzt zwar noch so, ich sag mal Frühfrühling oder Winterfrühling, wie man das nennt, aber ich finde den auf jeden Fall sehr gut, vor allem, weil er sehr schnell einzieht. Genau, in Österreich, in den Bergen hatte ich ihn auch immer drauf und ich habe mich nicht verbrannt irgendwie und das Tollste ist es wirklich, man kann es täglich tragen. Hat sehr gute Inhaltsstoffe. Es ist zwar ein bisschen Alkohol enthalten, das finde ich so ein bisschen schade, aber halt sehr, sehr weit hinten, also es ist nicht so gleich an erster Stelle, deswegen und ich habe bisher noch nichts Vergleichbares in der Drogerie entdeckt. Ich habe jetzt zwar zwei andere Sonnencremes auch, die sind neu rausgekommen, die werde ich demnächst mit euch zusammen testen, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein absoluter Geheimtipp. Ich habe euch das unten auf jeden Fall auch mal markiert super toll, wirklich, weil man es halt unter Make-up tragen kann, es ist mattierend, man hat nicht dieses eklige Sonnencreme-Gefühl, es glänzt nicht, es riecht nicht streng oder stark parfümiert, also wirklich mega, mega cooles Produkt. Habe ich mir jetzt auch schon wieder nachgekauft, verwende ich im Moment wieder und es ist ein bisschen teurer, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Dann habe ich aufgebraucht diese Zwei-Phasen-Sprühkur und die habe ich mir bisher noch nicht nachgekauft, aber ich werde mir die nachkaufen, die ist von Alverde. Ich fand die sehr, sehr, sehr gut. Ich habe ja einige Naturkosmetik-Sprühkurs jetzt schon ausprobiert. By the way, ich verwende die halt immer für meine
echten Haare. Das ist jetzt hier eine Perücke, aber ich verwende das immer für mein echtes Haar und es pflegt das sehr, weil ich habe sehr trockenes und sehr sprödes Haar. Und die kostet 2,95 Euro und ich fand die sehr, sehr gut, deswegen werde ich mir wieder nachholen. Man sollte nicht zu viel aussprühen, aber so ein leichter Spritz über den Kopf reicht und ich finde, das pflegt die Haare sehr gut. Also das ist auch von mir eine absolute Kaufempfehlung. Dann kommen wir jetzt zum Make-up und zwar habe ich da einmal aufgebraucht hier von P2 diese Lash Extension Base. Leider kann ich mir die nicht mehr nachkaufen, weil ja, P2 gibt es nicht mehr. Das wurde ja eingestampft. Es gibt jetzt nur noch Trended Up und diese 183er Serie und schade, weil ich mochte die immer sehr, sehr gerne und ja, ist leider weg. Ich hatte gesehen, es gibt noch so eine andere Extensions Base, auch von Essence, die wollte ich mal ausprobieren, aber bisher habe ich mir die noch nicht gekauft. Dann habe ich hier auch aufgebraucht meinen Lieblings-Naturkosmetik-Concealer, der ist von Alverde. Das ist der Sensitive Concealer und ich mag den so, weil der halt einen sehr, sehr, sehr schönen Farbton hat. Schön hell, schön auch ein bisschen deckend, weil alle anderen Naturkosmetik-Concealer, die ich bisher probiert hatte, waren absoluter Schrott. Aber der ist wirklich sehr gut, den kann ich euch empfehlen. Das ist die Farbe 01 Ivory und ich finde den auf jeden Fall auch sehr deckend. Und vor allem ist der nicht zu dunkel, deswegen schaut den euch auf jeden Fall an. Das Make-up von der Serie habe ich noch nicht getestet, aber den Concealer finde ich Hammer. Dann habe ich aufgebraucht von Essence das Insta Perfect Make-up in der Farbe 50. Das habe ich ja wirklich in sehr, sehr, sehr vielen meiner Make-up-Tutorials euch gezeigt. Mag ich sehr gerne, werde ich mir auch wieder kaufen. Das ist das erste Make-up von Essence, was mir wirklich gefällt. Ich finde es ein bisschen krass, dass ich 50 habe, weil irgendwie ist mir aufgefallen, ich finde das Make-up ist, obwohl das 50 ist, immer noch sehr, sehr, sehr hell. Also so 20, 30 war mir schon viel zu hell. Deswegen habe ich halt damals 50 genommen und ich werde mir jetzt nochmal das nachkaufen und vielleicht nochmal eine andere Farbe. Das kann man ja auch mischen. Es hält, es deckt gut. Ich finde es halt, ich finde es einfach ein schönes Make-up. Es ist auch nicht teuer und ja, absolute Kauf. Dann habe ich aufgebraucht, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Haushalt oder zum Putzen und zwar hier von Planet Pur, dieser Bio-Bartreiniger und den muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich nicht so toll. Ich fand, der hatte einen sehr komischen Geruch. Ich habe ihn auf jeden Fall leer gemacht, der ist auch vegan und es ist Bioplastik und es sind halt nur pflanzliche Tenside. Generell versuche ich im Haushalt wirklich jetzt nur noch so abbaubare Tenside zu verwenden. Putzsachen und also Kloreiniger etc. Ich bin jetzt umgestiegen auf die Marke Frosch, weil die haben auch tolle Produkte und das hatte ich damals gekauft, weil ich dachte, okay, ich probiere das mal auch. Mochte ich aber nicht so gerne. Ich finde, es hat nicht sehr gut gereinigt und ich mochte den Geruch einfach nicht. Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall nicht nochmal nachkaufen. Und dann habe ich hier noch zwei Bioprodukte für euch und wie ihr ja wisst, bin ich jetzt seit schon fast einem Jahr vegan, vegetarisch unterwegs. Größtenteils vegan, manchmal allerdings auch mal vegetarisch, wenn ich irgendwo bin und es gar nichts anderes gibt. Wobei Fleisch, also Fleisch möchte ich überhaupt nicht essen, aber ich habe schon mal irgendwie meinen Kuchen gegessen und da war vielleicht ein Ei drin oder so, ich weiß es nicht genau. Deswegen sage ich immer vegan, vegetarisch, wobei zu Hause lebe ich eigentlich nur vegan. Aber ich möchte auch meinen Körper positiv unterstützen mit Nahrungsergänzungsmitteln, einfach weil ich möchte, dass alles abgedeckt wird. Ich hatte mal vor vielen Jahren schon einen Vitamin D3-Mangel und deswegen nehme ich dafür sowieso schon sehr, sehr lange und das sollte, glaube ich, jeder nehmen, Nahrungsergänzungsmittel. Mir ist es halt wichtig, dass es halt bio ist, dass kein Mist mit drin ist. Deswegen kaufe ich jetzt zum Beispiel auch keine Nahrungsergänzungsmittel von zum Beispiel DM oder Rossmann, weil da sind oft Trennungsmittel drin und andere Stoffe, sondern ich gucke halt immer, dass ich bio, dass es aus Deutschland kommt, dass es ja einfach biozertifiziert ist. Und zwar ist es von Nature Love. Habe ich einmal aufgebraucht, das natürliche Vitamin C aus Bio Acerola. Ja. Und ich habe aufgebraucht das Magnesium. Ich habe mir jetzt von einer anderen Bio-Natur-Marke Vitamin C geholt und auch Magnesium, weil die ein bisschen günstiger waren als die. Aber die sind auch eigentlich vom Preis her vollkommen okay. Ich habe euch die unten mal markiert. Ich habe euch unten mal alle Nahrungsergänzungsmittel markiert, die ich nehme. Das Vitamin D3, B12 nehme ich.
Vitamin C und Magnesium, weil ich ja auch viel Sport mache. Ich gehe ja joggen, dann mache ich das EMS-Training. Und seitdem ich das nehme, sind meine Werte auch super. Ich habe auch keine Krämpfe mehr in den Waden. Das hatte ich manchmal nicht sehr oft, aber gelegentlich, wenn ich zum Beispiel schlafen gegangen bin oder so. Und das ist auch komplett verschwunden. Und so Nahrungsergänzungsmittel ist ja immer so ein umstrittenes Thema, aber es sind wirklich nur Vitamine. Es schadet nicht, was der Körper nicht braucht, scheidet er halt aus. Und ich nehme die einfach, um meinen Körper positiv zu unterstützen. Und ich finde, das tun sie auch. Und mir ist halt wichtig, dass kein Mist mit drin ist. Und deswegen kann ich euch diese empfehlen. Das sind sie auf jeden Fall, meine aufgebrauchten Produkte. Und wie schon gesagt, es würde mich sehr interessieren, ob diese Art von Video euch gefällt. Wenn ja, dann macht auf jeden Fall hier mal bei meiner Abstimmung mit, damit ich weiß, ob ich weiter Müll sammeln soll oder nicht. Ansonsten habe ich euch einige der Produkte, die ich über Amazon gekauft habe, auch unten markiert. Schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr neu hier gelandet bist, lasst mir gerne ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video hier gibt. So, jetzt habe ich den Text. Wir sehen uns auf jeden Fall ganz schnell im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann, ihr süßen Mäuse.